So, angefangen hat alles in Avent hier. Dann kam Orion City. Und der erste Orden. Es ist Sommer. Es ist Herbst. Es ist Winter. LOL. Was ist das? Halt! Nur Befugte dürfen dieses Tor passieren. Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Triorden, den wir damals aus Orion City bekommen haben. So, damals, beim Kampf gegen die Affen, wisst ihr noch damals? Ach, das waren Zeiten. Träger des Triordens, erweise dich es würdig, indem du dich den bevorstehenden Herausforderungen stellst. Dann kamen wir nach Septerna City. Kämpften gegen den Grund, kämpften um den Grundorden mit den, gegen die normalen Pokémon von Aloe. Halte ein! Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Grundorden. Träger des Grundordens, erweise sich es würdig, indem du das Wissen anwendest, das du erlangt hast. So, ich glaube, dann kam Stratos City und ich tauche wilde Pokémon auf. Stratos City, als wir gegen den Käferorden gekämpft haben. Das war damals, wo Team Plasma Bells Pokémon geklaut hat. Träger des Käferordens, erweise dich es würdig, indem du so tapfer kämpfst wie ein Käfer. Dann kämpften wir uns durch die Wüste. Und erreichten schließlich Rayono City, wo wir um den Voltorden gekämpft haben. Gegen den Elektro-Pokémon von der Arena-Leiterin, wo ich den Namen gerade nicht weiß. Träger des Voltordens, erweise ich es würdig, indem du einen elektrisierenden Kampf führst. Dann ging es auf dem Weg nach Panero City. Durch die epische Brücke und durch den Tiefkühlcontainer, wo sich Team Plasma versteckt hat. Und dann dürften wir gegen den Arena-Leiter Turner kämpfen, um den sogenannten Seismo-Orden. Wo wir gegen Boden-Pokémon kämpfen mussten. Auch diesen Kampf haben wir gewonnen. Träger des Seismo-Ordens, erweise dich es würdig, indem du das Herz deiner Gegner erbeben lässt. Dann ging es auf dem Weg nach... Oh Gott, mir gehen langsam die Städtenamen aus. Was kam denn danach? Ah ja, der Jet-Orden, ne? Jet-Orden? Ist es der Jet-Orden? Ich glaube schon, ne? Halt ein. Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Jet-Orden. Das war damals, wo wir auf diesen Turm gegangen sind, auf den... Und unser... auf diesen Himmelsturm. Und unser, Adventi gefangen haben. Träger des Jet-Ordens. Erweise dich es würdig, indem du geschwind voranschreitest. Dann ging es durch den kalten Wendelberg im Winter. Und dann haben wir auch gegen den Eiszapforden gekämpft. Gegen die Eis-Pokémon von diesem Typen da. Wo ich den Namen auch wieder nicht weiß. Träger des Eiszapfordens. Erweise dich es würdig. Indem du dich so kalt wie ein Eiszapfen gibst. Und dann schließlich kamen wir nach Twin Drake City an. Kämpften um den... Moment, ich muss hier erstmal den Weg durchfinden. Na, wie geht's denn das jetzt? Und kämpften dann um den sogenannten Legendenorden. Auch diesen Kampf haben wir gewonnen. Und jetzt... Erweisen wir uns als würdig, indem wir die Siegestraße überqueren und zur Pokéliga uns aufmachen. So. Wir betreten jetzt die Pokémon-Liga ab. Zuerst müssen wir uns durch die Siegestraße hindurch kämpfen. Und dann werden wir M gegenübertreten und einen finalen Kampf führen. Aber hier taucht erst einmal ein wildes Pokémon namens Fleck mal auf. Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz. Und unsere Pokémon sind geschwächt. Na toll. Ich muss mal schauen, wie geschwächt sie überhaupt sind. Falls es extrem ist, werde ich aufscreen wieder zum Pokémon Center latschen und sie heilen. Hätte ich eigentlich im letzten Part schon machen sollen, bevor wir hier reingegangen sind.
Ja, unsere Pokémon sind wenig geschwächt, das müsste eigentlich schon passen. Ja, es ist zwar ein Schuss aktiv, aber das hilft uns nicht vor, es echt nehmen wilden Pokémon wie dieses Kapuno hier. Nun gut, ich greife mal an mit Stampfer. Es erhöht seinen Angriff und seine Verteidigung. Seinen Spezialangriff, sorry, schon wieder ein Sprachfehler. Und jetzt, fangen wir es einfach mal. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Und sage einfach mal, dass es unser letztes Team-Pokémon ist. Haha, Kapun ist unser letztes Team-Pokémon. Kapuno, hau drauf! Unlichtdrache, Größe 1,80 Meter, Gewicht 17,30 cm. Das kommt davon, wenn man zu schnell redet. Gewicht 17,3 Kilogramm. Es beißt einfach alles und jeden und frisst, was ihm zwischen die Zähne kommt, ja. Man nähert es ihm besser mit Bedacht. Es ist zwar ein weibliches, ich nenne es einfach mal, aber trotzdem. Ich nenne es einfach mal Alduin aus Skyrim, eine weibliche Alduine. Okay, jetzt haben wir alle unsere Team-Pokémon gefangen. Ich glaube, ich gehe jetzt doch mal in Pokémon-Center und nehme es auch gleich mit. Bis gleich. Dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder. So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt Kapuno dabei und ich habe es umbenannt in Alduine, weil es ja eigentlich eine Frau ist, also ein weibliches Pokémon. Lass mich meine Fähigkeiten prüfen, bevor ich zur Pokémon-Liga gehe. Kannst du gerne machen. Als Trainerin. Oka. Bewirtschafte hier deinen Acker. Elfhuhn. Flug und Pflanze. Mal schauen, unser Pokémon kann Knirscher, Slam, Kraftschub und Drachenpuls. Hat aber ein zu niedriges Level, deswegen kämpfe ich jetzt momentan nicht. Sondern hol Adventi raus. So. Windstoß. Naja. Und dann greife ich eben an mit Funkenflug. Ach komm. Jetzt reicht's, aber ich weiß, dass du schneller bist, aber deswegen musst du es mir jetzt nicht unter die Nase reiben, Elfhuhn. So, tschüss. Level Up für Adventi, Level 47. Und sie hat auch einen Zebritz, genauso wie wir. Ich wechsle wieder zu unserem Alduin, unserer Alduine. Ja, jetzt wechseln wir gleich wieder, damit es die Erfahrungspunkte bekommt. So, holen wir Seppiquin raus. Seppiquin! Aua! Lockklinge! Zack, zack, zack. Ich hoffe jetzt auf eine Volltrefferquote. Und. Na, schade, keine, aber egal. Sie erhöht nur ihre Initiative. Und damit. Ach komm. Ja, stimmt. Initiative ist gleich schneller. Ach, komm, Stampfer ist gleich zurückschrecken. So, jetzt aber. Tschüss, du hast mich genug hier hingehalten. So, tschüss. Level 48 fürs Epic Green. Und 2000 Erfahrungspunkte für Alduine. Okay, hier geht's raus. Jetzt sind wir hier oben. Okay. Diesen Abhang kann man herunterrutschen. Schau gut zu, ich zeig dir, wie es geht. Schwupps. Jetzt bist du an der Reihe. Ohne mich! Das ist mir viel zu gefährlich. Da muss ich leider passen. Weichei. Die Abhänge an der Siegestraße kann man hinunterrutschen.
Sei kein Angsthase und versuche es. Das macht Spaß. Na gut. Wow. Okay, gehen wir mal hier über dieses Kieszeugs da. Skalyk. Ja, jetzt tauchen hier Pokémon auf bei diesem Kieszeugs oder was auch immer das sein soll. Na komm, gegen dieses Pokémon können wir mit Alduin kämpfen. Drachenstoß. Drachenpuls heißt die Attacke, aber egal. Ist noch Step drauf, weil Alduin ein Drachen-Pokémon ist. Aber zieht trotzdem wenig ab. Wutsch. Ah, diesmal hat's mehr abgezogen, weil es ein Volltreffer ist, okay. Und noch einmal und das war's. Ja gut, jetzt greift's an, aber Unlicht gegen Unlicht ist nicht sehr effektiv. Und tschüss. Wir müssen Level abgeben, weil Alduin es allein besiegt hat. Ah, knapp nicht. Schade. Und es ist ein bisschen heller geworden, weil es ist jetzt 17 Uhr bei mir. Also in Real jetzt. Noch ein Skalyk. Also ich möchte die Siegestraße in dem Part vollständig erkunden. Deswegen wird es heute ein längerer Part. So, ja, ich wechsle jetzt einfach mal. Ich habe jetzt keine Lust, mit Alduin in Nommel zu kämpfen. Streifi, machen wir es schnell. Ah, schon wieder dieselbe Taktik, Rückenwind. Keine Ahnung, was die Attacke eigentlich bringt. Ich glaube einmal, die verstärkt Flugattacken. Aber ist egal, Donnerblitz. Und tschüss. Die Vollentwicklung von dem gegnerischen Pokémon, die habe ich in meiner schwarzen, also in meiner normalen schwarzen als Team-Pokémon auf Level 70. Und heißt Briefeldis. Oder so ähnlich. So, hier können wir surfen. Und hier können wir wilde Pokémon begegnen. Was ist das? Femicula. Käfer-Stahl-Pokémon. Diese Typ-Kombination ist einzigartig. Und dieses Pokémon ist sehr stark. Aber unterschätzt es lieber nicht. Habe ich schon überlegt, ob ich es ins Team rein tue. Aber wir haben ja schon ein Pokémon, das ich nicht entwickeln kann. Und das ist Caradonis. So, Funkenflug und tschüss. Vierfache Stärke. Und Alduin erreicht Level 39. Entwickeln tut sich's mit Level 52, glaube ich. Zu Duodino. Okay, hier ist noch ein Femicula. Es lässt uns bestimmt nicht fliehen, was ich gerne machen würde, aber deswegen kämpfe ich jetzt auch. So. Alduin kommt zurück und lass Adventi das Ganze machen. Wir können der Kapuno ja ein paar Attacken beibringen mit TMs, glaube ich. Fällt mir gerade ein. Ich glaube, das machen wir sogar. Oh nein, Knirscher kann's. Ah, oh, sehr effektiv. Boah. Scheiße, das hat viel abgezogen. Das ist sehr, sehr schlecht. Aber egal, tschüss. Level Up für Kapuno, glaube ich, oder? Ah, scheiße, leider nicht. Item. So, Seilchen setzt Surfer ein, obwohl man die Strecke auch eigentlich selber schwimmen könnte. Ein Sonderbonbon. Werden wir später brauchen. Nach der Liga allerdings erst, weil nach der Liga sind wir extrem unterlevelt. Da müssen wir, oder ich beziehungsweise muss dann sehr viel Offscreen trainieren, damit die Level wieder ausgeglichen sind. Ich glaube, da werde ich einen Tag dafür brauchen. Deswegen wird es dann auch für einen Tag lang mal keinen Schwarzpart geben. Kann ich schon mal alles vorhersagen. Oh, Kevin ist Hellseher. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So, Knirscher. Es hat ja nur Level 37. Das ist sehr schwach. Ah, Katapult. Oh, es hat sehr viel abgezogen. Verdammt. Verdammt. Warum ging die Knirschattacke daneben? Oh, jetzt hat man Pech. Jetzt hat man schlicht und einfach Pech gehabt. In dieser Situation, naja. Saiyajin.
Saiyajin! Siedewasser. So, bitteschön, extra heiß gekocht für dich. So wie du es magst. Das haut dich um, was? Okay. Jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Einer ist der Ausgang, einer ist der Weg weiter in die Höhle hinein. Ich hasse die Siegestraße. Nitro-Ladung. Das wird ein One-Hit-Kill. Jede Wette. Und wenn nicht, dann Pokéball. Okay. Ach, das interessiert doch niemanden, ob der Initiativwert jetzt erhöht wurde. So. Jetzt möchte ich diese Höhle verlassen. Wo sind wir denn jetzt? Ich wette, wenn wir hier runterfallen, kommen wir wieder an derselben Stelle hin, wo wir schon mal waren. Deswegen gehe ich jetzt weiter in die Höhle hinein. In dieser Höhle gibt es auch einen Arzt irgendwo, aber den müssen wir erst auffinden. Ein Ass-Trainer wie ich hat seinen Stolz. Ich werde nicht verlieren. Wenn du es sagst. So, Herr Ass-Trainer, wie viele Pokémon haben Sie denn? Zwei, ein Trainer Level 2. Bisbark. Ja, Vollentwicklung von Yoclef. Level 45. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es hat bestimmt keine hohe Spezialverteidigung, deswegen greife ich an mit Donnerblitz. Naja. Warum setzt es Heimzahlung ein? Ich habe noch keinen Pokémon von ihm gekillt. Egal. Noobs gehören bestraft. So, von wegen, er nennt sich Ass-Trainer und greift mit Heimzahlung an. Ist doch ein Witz, oder? Weißt du was? Warum setzt sich Stromstoß ein? Egal. Wenn wir den Doktor aufgesucht haben, dann können wir auch unsere Pokémon super trainieren. Oder ich werde das in dem Fall so machen. Und zwar werde ich dann alle Pokémon auf Level 50 trainieren, inklusive Kapuno. Was klar, Perendra? Sagt mir jetzt gerade nichts. Ach, das ist dieses die Weiterentwicklung von Rollom, ne? Dieses Gift-Pokémon, oder? Ja, genau. Ich wusste es. Giftkäfer, Funkenflug. Und es ist schneller als ich. Was ist das? Was war das für eine Attacke? Die habe ich ja noch nie gesehen. Egal, tschüss. Die werde ich mir wahrscheinlich später nach dem Video anschauen, die Attacke. Und zwar im Video. Also hallo Kevin in der Zukunft, falls du dieses Video siehst. Das war die Attacke, keine Ahnung. Famicula. Oh meine Fresse. Ich finde es ja schön, dass hier ein paar neue Pokémon kommen, aber die tauchen mir meines Erachtens viel zu oft auf. So, tschüss. Bald haben wir einen Fuffi-Pokémon. Okay. So, hier geht's raus. Oh Gott, hier geht's wieder zu einer Stelle, da wo die ganzen, Pokémon auftauchen. Skalyk schon wieder. Skalyk, Skalyk, es gibt hier noch ein zweites Pokémon. Davon erzähle ich euch allerdings erst, wenn wir es begegnet sind. So, tschüss. Okay. Können wir auch gleichzeitig ein bisschen trainieren? Soll ich hier runterjumpen? Ich weiß nicht. Soll ich oder soll ich nicht? Nee, ich mach's jetzt nicht. Wir wollen ja in die Liga jetzt momentan hinein. Und da, aber zuerst, ja, wir müssen ja zuerst zum Arzt, ne? Wir brauchen erst einmal eine feste Stelle in der Siegestraße, wo wir auch uns immer, wo wir immer unsere Pokémon heilen können. Tschüss, Galük. War nett mit dir. Okay, ich werde hier nicht runterjumpen. Diese Pokémon nerven mich langsam. Bis auf dieses hier, Funifras. Das ist das Gegenstück zu dem Käfer-Pokémon in der Höhle. Wie heißt denn das nochmal? Scheiße, habe ich echt den Namen vergessen. Oh mein Gott. Was? Feuerfänger. Warum greife ich überhaupt jetzt? Ach. Egal. Ich habe gerade nicht nachgedacht, habe ich gerade.
Soll ich's fangen? Ja, fangen wir's. Komm. Aua! Aua! So, was nehmen wir denn für einen Ball? Hyperball. Natürlich. Jetzt ist die Frage, wie nenne ich's? Wie würdet ihr so ein Pokémon nennen? Könnt ihr ja einen Kommentar schreiben. Mir fällt kein Name dafür ein. Ich habe echt keinen Namen. Ja, jetzt habe ich einen Namen, aber der ist ein bisschen... Der passt eigentlich nicht zum Pokémon. Und? Es bleibt doch endlich in dem Ball. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Part versuchen, dich zu fangen. So. Jetzt endlich drin. Hundertprozentig drin. Okay. Ich hab einen Namen, aber der passt gar nicht zum Pokémon. Ist mir einfach nur durch den Kopf gekommen. Fonifras, Ameisenbär, Größe 1,04 Meter. Gewicht 58 Kilogramm. Er saugt über das Loch in seinem Schweif Luft auf, um sich Feuer zu schüren. Es ist der Erzfeind von Fermicooler. Ja, kann man vergleichen wie Sengo und Fipitus aus der dritten Generation. So, ich nenne es drei Buchstaben. Ihr kennt doch alle One Piece, oder? Dann nenne ich es jetzt wie der Bruder von Ruffy, ich nenne es Ace. So. Alter, das gibt's doch nicht. Ich laufe immer zwei Schritte und es dauert... Also, nee. Nee. Also, langsam werde ich hier frustriert. Ich laufe da zwei Schritte drüber und... Nee, das kannst du mir nicht erzählen, Spiel. Tut mir leid. Aber jetzt motze ich dich mal an. So, das muss jetzt mal sein. So. Okay, hier kommen wir her, das erkenne ich wegen dem Astrainer. Na komm, jetzt jump runter, jetzt einfach so. Das ist Sparta! Ohne mich! Das ist mir viel zu gefährlich, da muss ich leider passen. Sparta! Oh Gott, hier möchte ich momentan noch nicht sein. Ich will erst den Doktor aufsuchen. Oh ne, gehen wir wieder durch dieses Zeugs darüber. Ja, hier geht's zum Doktor, genau. Die Stelle kenne ich, da habe ich immer trainiert. Vor allem mit Cooler. Wollen wir dich auch noch fangen? Ja komm, wir haben ja ein Ding gefangen, Fonifras, fangen wir auch gleich einen Fermicooler. Yo, ich bin so cool, ja. Hoffentlich überlebst du den Stromschuss, Fermicooler. Und wenn nicht, dann bin ich sauer auf dich. Ja, streif dich zwar tot, aber es war beabsichtigt. Aus dem Grund, weil wir unser Pokémon eh gleich heilen werden, also es ist völlig egal. Voll ich egal, ja. So, Seppiquin ist zwar nicht so gerade intelligent, mit einem Pflanzen gegen einen Käfer anzutreten, aber egal, Gigasauger. So, jetzt schmeißen wir einen Ball. Und Hyperball. Bitteschön. Den habe ich extra nur für dich gekauft. Ein bisschen Mitgefühl zeigen, ja? Na also. Jetzt ist die Frage, wie will ich es nennen? Spitznamen. Fällt mir ein Spitzname ein. Fermicooler Eisenameise. Käferstahl. Größe 30 cm. Gewicht 33 Kilogramm. Ein eisener Panzer umgibt seinen Leib. Angriffe von Fonifras, seinem Feind, schlägt es in der Gruppe zurück. Ah, ich habe einen Namen. Ironbug hat nämlich Ironbug. Ach, also diese Pokémon regen mich echt auf. Ich hätte Schutz kaufen sollen. Dum, 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 dum. Nee, komm, ich fliehe jetzt. Dafür habe ich jetzt keinen Nerv mehr. Der Part soll auch nicht stundenlang werden. Sondern nur minutenlang. Hahaha. Naja, komm. Wieder dasselbe Spielchen. Tschüss. Schade, dass ich keine Speed-Taste habe. Auf diesem Emulator. Erst verlaufe ich mich hier. Und jetzt läuft mir ein Trainer über den Weg. Wenn das mal kein Kampf wert ist.
Warum so aggressiv? Oder warum habe ich so eine aggressive Stimme gerade gemacht? Egal. Eurokex. Wir haben nur noch 4 Pokémon. So, wir müssen unser Sabiqueen heilen, deswegen setze ich Gigasaure ein. Sabiqueen greift zwar mit normalem Angriff an, aber wir brauchen ja die KP. Sonst hätte es die Attacke jetzt nicht überlebt, seht ihr? So, jetzt auch nochmal healen. Und tschüss. Was? Boah, mich wundert, dass es überlebt hat. Respekt an Sabiqueen. Du bist echt gut. Also, falls jemand das eben Sabiqueen hat, muss ich jetzt das Gegenteil sagen. Sabiqueen ist cool. Linfu. Ja, komm, Chuck Norris. Der König aller Kämpfer. Durchbruch! Durchbrechen wir mal seine Verteidigung! Zum Level-Up wird es wahrscheinlich nicht reichen. Nee, sage ich ja. Meistergriff. Das ist die Weiterentwicklung von diesem Strepoli. Sehr starkes Pokémon. Wir müssen aufpassen, deswegen Gigastoß. So, Kampf der Meister. Chuck Norris gegen Meistergriff. Level up, hundertprozentig, ja. Neue Attacke. Ah, keine neue Attacke. Also was, Chuck Norris, du enttäuscht mich schon wieder. Ich dachte, Chuck Norris wäre stärker und kann mächtigere Attacken wie Steinhagel oder so. Oder Turmkick. Ich bin ein Doktor. Wenn man mir Pokémon bringt, die ärztliche Hilfe benötigen, nehme ich mir ihre natürlich gerne an. Nun zeig mir doch erstmal dein Team. Na gut, also ich habe hier ein kaputtes Kabuno und dann habe ich da ein Zebritz. Ne, Quatsch. Doch, Zebritz. Und hier habe ich noch eine Zerbiqueen und Soda Cheetah und was ist unser letztes? Elezeber. Ne, Skelabra. Und warum setze ich einen Rollen ein? Ich habe mich mal wieder vertippt. Naja, egal. Und es kommt Psychokinese, toll. Ist ein Arzt und hat ein Pokémon, das ein Psycho ist. Oh Gott, wir haben nur noch 3 Pokémon Adventi. Ich will jetzt eine Spukballattacke machen. Geist gegen Psycho ist sehr effektiv. So, Spukball. Das war's mit dir. Hypnomorba. Hypnotisiere jemand anderen, aber nicht meinen Adventi. Ach so, du, da ist noch eins. Macht mich froh, das ist dieses Pflanzenviech. Das sehe ich Adventi draußen. Funkenflug, guten Flug, Funkenflug. So, Level 48 für Adventi. Deine Stärke ist unermesslich. Ich bin sehr beeindruckt. Dankeschön. Doktor sind auch immer nett. Zumindest. Naja, zumindest die meisten. Ich werde dein Pokémon-Team für dich heilen, egal ob es nun kerngesund ist oder nicht. Na gut, danke. Mein Ziel ist es, der beste Doktor der Welt zu werden. Aber zunächst möchte ich der beste Trainer der Welt werden. Also hast du ja ganz schön was vorgenommen. So, verschieben wir erst einmal diesen Stärkefelsen. Mich wundert, dass hier Linfus auftauchen. Oh Gott, Unlicht gegen Kampf. Ne, komm, da fliege ich lieber. Ich hasse dich. Boah, ey. Boah. Ja. Muss Wut runter schlucken. Ich hasse es, wenn meine schwächsten Pokémon down gehen, die ich trainieren möchte. Und das beim ersten bei der ersten Attacke. Aber unser Pokémon wird noch sehr stark werden. Das garantiere ich euch. So. Gehen wir weiter nach oben. Und hier geht's raus. Nein, ich will jetzt nicht mehr dieses Staubwölkchen da anschauen.
Ich möchte jetzt nach oben. So, hier möchte ich lang. Okay, das sieht ja schon sehr vielversprechend aus. Scheiß Nerven segnen, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Scheiß Edemantur, lasst mich in Ruhe. Du scheiß blöde Kuh. So, Zickenkampf möchte ich jetzt nicht. Tut mir leid. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich meinem Pokémon zum Sieg verhelfen kann. Und nun habe ich endlich die Antwort. Ja, welche Antwort? Antwort! Das ist die Antwort. Marcel Janssen. Okay, Klicklack, das ist die Entwicklung von Klick. Klingt logisch, ne? Klick, logisch, ne? ja. Sieht man nicht viel Unterschiede, es hat nur ein großes Zahnrad bekommen. Und das war's auch eigentlich. So, Streifi. Kreideschrei, senkt die Verteidigung stark. Nitroladung. Feuer gegen Stahl. Kennst du ja, Feuer lässt Stahl schmelzen. Und Schuss. Was? Naja, da ist ja kein Step drauf, stimmt ja. Autonomie, das ist eine Spezialattacke. Erhöht seine Initiative stark, seine... Ja, ist es leichter geworden? Was? Egal. Nitroladung. Ein Angriff noch und das war's mit seinem Klicklack. Ne, Klicklack, ja doch, heißt Klicklack. Jetzt ist es wahrscheinlich schneller als unseres. Ne, ist es nicht, wir haben eine Nitroladung verwendet. Und unsere eigene Initiative ebenfalls erhöht, stimmt ja. So. Ich sag immer so, nachdem ich ein Pokémon gekillt habe. Fällt mir irgendwie auf. Wahrscheinlich, weil ich den Film so zu viel gesehen habe. Ja, Flampivian, das ist dieses Affen-Pokémon da aus der Wüste. So. Schon wieder so. Ich wette, ich schaff's nicht ein paar zu machen. Ohne so zu sagen. So, das Flampivian ist so down. Erinnert mich an den Film Saw, hahaha. So. Level 45 für Saiyajin. Was, der hat noch eins? Branawatz? Na gut, Serpiqueen. Das wird ein leichtes sein. Eine Laubklinge willst du? Okay, kannst du haben. Hier, bitteschön. One-Hit-Kill. Ich habe wohl einfach nicht früh genug... Ach, egal. So, jetzt haben wir zwei Wege, einen rechten und einen linken. Ich nehme den rechten. Ich nehme den rechten Weg. Und dieses Fermi-Cola wird mich nicht aufhalten. Es ist mir egal, was da... Jetzt lässt es mich nicht fliehen, oder? Ja. Wow, du kannst Schaufler, Respekt. Damit hast du schon einen IQ von 1. Ich reg mich nicht auf, tut mir leid. Bei Pokémon-Spielen reg ich mich nicht auf, ich will es nicht zu weit treiben. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Alles ist cool. Dieses Fermi-Cola hat jetzt ins Gras gebissen, so. Als Rache. So, vergessen. Wisst ihr was? Nur mal den anderen Weg. Dieser Weg wird steinig und schwer. Okay, hier ist noch ein Hyperheiler. Wie geil. Diese Pokémon nägen mich echt auf langsam.
Ich hätte einen Schutz mitnehmen sollen. Ich hasse Höhlen. So, jetzt müssen wir hier nach unten. Das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Und wenn nicht, dann nicht. Ich will eine Speed-Taste. Des Mumme-Kreatoren. Macht mal eine Speed-Taste rein. Please. Pilz. Ja, Pilz, genau. Ich sag jetzt Pilz. Jetzt sind wir wieder hier. Hm. Nee, hier geht's auch nicht lang. Wo gehe ich jetzt eigentlich immer hin? Wir müssen hier lang. Nehmen wir mal den anderen Weg. Aha. Wo sind wir hier jetzt? Ja, an dem Ort waren wir noch nicht. Und hier ist noch ein Trainer. Die Leute, die hier vorbeikommen, sind die unterschiedlichsten Charaktere. Es macht Spaß, sie zu beobachten und gegen sie zu kämpfen. Scheiß WoW-Süchtiger. So, hier, WoW-Süchtiger Jost Brokkolus. Ja, das ist die Weiterentwicklung von Selimantur. Entwickelt man, wenn es getauscht wird. Wollte ich eigentlich ins Team haben, aber naja, man kann ja auf Emulatoren leider nicht tauschen. Deswegen geht es leider nicht. Hat einen hohen Angriff und Verteidigungswert. Das heißt, ich muss wahrscheinlich speziell angreifen mit Gigasauger. Und das werde ich auch jetzt machen. Gigasauger, bitteschön. Ja, sehr, sehr. Hat sehr viel abgezogen. Hat ja nicht so viel Spezialverteidigung. Und es kann Steinkampf. Das zieht viel ab. Step, da war noch Step drauf und noch den hohen Angriffswert von diesem Brokkolus. Und tschüss. Level 49 für die Königin. Und keine neue Attacke leider. Zaplarang. Das muss mal draußen. Das ist die Vollentwicklung von diesem Pokémon da aus der Elektrolithöhle, das keine Schwäche hat. Laubklinge. Greift mit normalem Angriff an. Drachenklaue ist eine physische Attacke. So, Laubklinge. Ich habe schon wieder so gesagt. Also. Okay, das hätten wir. Jost ist down. Aber er hat gute Pokémon gehabt. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe! Ich kann mich langsam nicht mehr beherrschen. Nicht einmal Shinies tauchen auf. Ja, Shinies tauchen eh nie auf, also. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Es taucht ein Shiny auf. Nein! Lass mich in Ruhe, Fermicula. Du bist nicht cool, sondern schwul. Deswegen flieh ich. Tschüss. So, hier. Ich kommentiere jetzt diese Kämpfe gar nicht mehr. Ich kommentiere jetzt nur noch Aktuelles, weil diese Kämpfe werde ich jetzt einfach nur fliehen, sonst, ja. Mehr mache ich jetzt nicht mehr. So. Und hier ist ein Felsen. Und hier ist ein Felsen, den können wir verschieben. Und dann kommen wir wieder an der Stelle hin, da, wo wir vorhin uns gewundert haben, wo es weitergeht. Und wo geht's hier lang? Oh, mysteriös, mysteriös. Oh mein Gott! Kammer der Prüfung! Ich mache jetzt ein Safe State. Und dann werden wir versuchen, dieses Pokémon zu fangen. Ich nehme mal den vom 31. Mai. So, Ladies and Gentlemen, hier ist das dritte Pokémon.
Terrakium. Das letzte der drei Musketier-Pokémon befindet sich hier in der Siegelstraße. So, Donnerblitz. Survive, survive. Ja, locker. Und nochmal Donnerblitz. Und jetzt fangen wir es. Ja, Hyperball. Es ist nur noch eine Hyperball-Schmeißerei hier. Nein, du bleibst in dem Ball, bitte. Bitte, bitte, du bleibst in dem Ball. Bleib in dem Ball drin. Bleib in den Ball drin. Bleib in dem Ball drin. Bleib in dem Ball drin. Bleib in den scheiß Ball drin. Bleib in dem Ball drin. Bleib in dem Ball, scheiß. Bleib in dem Ball drin. Bleib in den scheiß Ball drin. Und die Musik hat sich verändert. Jetzt da, Hyperball, bitte. Bleib jetzt drin. Kapische, kapische, sonst werde ich böse. Und das willst du doch nicht, oder? Ich bin ja eh schon wenig böse. Terrakium. Ich bring dich sonst um. Terrakium. Hahaha. Nicht einmal ruckeln will er. Nicht einmal anschauen will er sich den Ball. Naja, egal, wie viele Pokémon haben wir noch? Wir haben noch 4 Stück. Ja, Chuck Norris. Es greift damit Gesteinsattacken an und Chuck Norris kann die Angreifersteine einfach zertreten. So. Hyperball. Hyperbälle haben noch genug, da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Ja? Ja und? Okay. So, wir haben noch 22 Hyperbälle. Falls der Kampf noch länger dauern wird, kommt ein Timerball noch hinzu. Wir haben noch einen Timerball. Lass mich doch dich fangen, Terrakium. Ich habe auch deine zwei Kameraden gefangen. Jetzt stell ich nicht so an. Sei nicht so zickig und bleib in dem Ball. Ich werde dich sowieso fangen, also... ersparst du mir sehr viel Aufnahmezeit und den Zuschauern da draußen auch Sangchuklinge, die Spezialattacke, naja. Komm, du bleibst jetzt drin, ja? All die ganzen Zuschauer da draußen wirst du jetzt anpissen, weil du nicht in den Ball drin bist. Oder mich. Oder vielleicht auch doch nicht, weil den Zuschauern gefällt, wie ich mich so frustriert, wie ich so frustriere. Okay, 3 Pokémon. Also wenn sie. Jetzt kommen eine Sandschuhklinge. Attackenwelle fällt mir auf. Also Sandschuhklinge ist eine Kampfattacke. Deswegen, kommt jetzt das Geist-Pokémon, um zu verhindern, dass die Sandschuhklinge treffen. Jetzt komm schon. Aber jetzt kommt Steinhagel, oder? ja. 18 Bälle haben wir noch. Bleib in dem Ball drin, bleib in dem Ball drin, bleib drin, bleib drin. Oh. Ja, jetzt kommt Steinhagel. Tschüss. Skelabre. Okay, jetzt haben wir nur noch 2 Seilchen und sehr bequem. Okay, ja. Ich kann nichts anderes machen, ich kann nur Bälle schmeißen. Bleib drin. 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 Scheiße. Nein, 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 nein. Scheiße. Nein, 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 nein. Scheiß Terrakium. Scheiß Terrakium. So ist unser letztes Pokémon, Saiyajin. Ja gut, jetzt muss ich einen Pokémon heilen, damit wir nicht sterben. Beleber. Und zwar Chuck Norris. Eine Steinhagelattacke. Nach 7, ja.
Es bleibt drin, bitte. Bitte. Schaut, da ist schön eingerichtet. Da ist ein Swimmingpool drin. Auf diese Art habe ich auch deinen Kameraden gefangen, indem ich ihn weiß gemacht habe, dass da ein Swimmingpool drin, obwohl da nur ein Scheißhaus drin ist. Vielleicht wuchs es deshalb dauernd aus dem Ball aus. So, kann man den Ball nicht einfach zuhalten? Ah. Seufzt! Ja gut, Chuck Norris, komm! Ich werde dich jetzt fangen. Ich werde dich fangen, egal was abgeht. Du kannst nicht verhindern, dass ich dich fange. ja. Die Musik ist irgendwie einschläfernd. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so. Einmal. Nur einmal, bitte. Jetzt probier es mal mit einem Timerball. Deine Zeit ist abgelaufen. Der bringt dir gar nichts. Der hätte ich genauso gut einen Pokéball schmeißen können. Okay. Ich werde jetzt. Ich schmeiß jetzt mal. Zwar meinen ganzen Top-Beleber jetzt raus, aber ist mir egal. Anders können wir es nicht fangen. Streifi. Und irgendwann setzt die Attacke Verzweifler ein. Wieder ein Top-Trank. Nein, Top-Trank hier. Ich hätte zwar einen Hypertrank auch einsetzen sollen, aber egal. Okay. Nein, kein Timerball, Hyperball. Na toll. Du zahlst mir die ganzen Hyperbälle wieder, die du da kaputt machst. Ja, ich krieg 1,20 Euro für jeden Hyperball, den du da killst. Bleib in den Ball drin. Bleib in den Ball drin. Alter! Scheiß Volltreffer. Wer hat dir den Volltreffer beigebracht? Nur noch 7 Hyperbälle. Ist ja genial. Wir brauchen ja noch welche, um Rikishiram zu fangen. Komm, hier bitte Hyperball. Einmal, zweimal, dreimal, jetzt aber. Ja, ein Eiso geht doch. Hat ja nur 2 Jahre gedauert. Oh, Terrakium wurde gefangen. Terrakium, Felsenhöhle, Gesteinkampf. Größe 1,90 Meter, Gewicht 260 Kilogramm. Eins. Bäumte es sich gegen die Menschen auf, deren Kriege zahllose Pokémon heimatlos gemacht hatten. So. Kein Spitznamen, tut mir leid. Aber ich habe einen Vorschlag. Wir haben jetzt unsere Pokémon. Wir kämpfen jetzt alle restlichen Trainer in dieser Siegestraßenhöhle. Und dann beende ich den Part und trainiere noch ausgewählte Pokémon auf Level 50. Dauert eh nicht mehr so lange, das wird wieder ein langer Part, seht ihr ja gerade. Wir sind jetzt schon bei 50 Minuten gleich. Wo ist denn der Doktor? Hier geht's glaube ich zum Doktor, oder? Hallo, Doc? Ja, genau, hier ist der Doc, genau. Hi, Doc. Ja, danke, dass du meine Pokémon heilen willst, sehr freundlich. Okay.
So, wo waren wir denn noch nicht? Gehen wir mal nach oben. Ich glaube, Alduin schafft es sogar, dieses Flecknoid zu killen. Einfach eine Knirschattacke. Und nicht gegen Psycho. Und tschüss. Hier geht's weiter. Okay, ja, hier waren wir ja schon, genau. Gehen wir mal wieder zur Stelle, da wo die Höhle von Terrakium war. So, hier geht's zur Liga. Aber zuvor möchte ich hier noch alle Items mitnehmen. Dort unten scheint ein Item zu liegen. Aber der Abhang ist wirklich furchtbar steil. Schon bei den Gedanken, da runter zu rutschen, wird mir schlecht. Ach was, alter Sack. Okay. Da ist unser Item. Stromstoß. Ich bin glücklich, Stromstoß ist gut. Jetzt müssen wir hier weiter runter. Und wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah ja, jetzt sind wir beim Dock. Hier kriegen wir ein Calcium. Es ist die Frage, wie kriegen wir die anderen Items? Hier ist noch ein Item. Und hier ist noch ein Pokémon, das uns nervt. Sedimantur. Knirsche. Steine fressen. So, hier. Knirsche. Ja, komm, Steinhagel. Es regnet Stein. Ich glaube, bei extra langen Parts bin ich immer so gereizt. Kann das sein? Hier runter jumpen und selbst noch beginnen. Genau sowas möchte ich jetzt. Okay, jetzt hier geht's wieder so in over 1000 Wege. Wie kommen wir her? Das weiß ich. Ja, jump ich mal nach unten. Wo sind wir jetzt? Ja, okay. Hier sind wir bei diesem Schisser. Hier ist wieder so ein Stein. Und hier ist... Oh. Läuft's! Flucht! Ja, aber das hat man davon, wenn man die Siegestraße in einem Part machen möchte. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Da waren wir ja noch nicht. Kapuno! Ein männliches Kapuno. Da kann ich nur eins sagen. Flucht! Ah, hier ist ein Item. Ein Top-Beleber. Na bitte, das gleicht ein wenig aus. Die Anzahl an Top-Beleber, die wir für Terrakium verschwendet haben. Warum ist vielleicht nur hier ein Secret-Pokémon, ein Rare-Pokémon? Ach, egal. So, hier. Weil ich zu blöd bin zum Schwimmen, lasse ich es mein Pokémon machen. Sedimantur, 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 Sedimantur. Ach, machen wir irgendein Spielchen, während diese scheiße Pokémon da auftauchen oder so, keine Ahnung.
irgendein Let's Play Spielchen, obwohl gibt's sowas. Und ich fange wieder an Scheiße zu reden. Das ist jetzt die Phase, an dem der Kevin anfängt Scheiße zu reden. Phase 1, Kevin redet Scheiße. So. Nein! Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir wieder am Eingang. Ich glaube, die Chance nutze ich auch gleich und ich hole ein paar Schutz. Wobei, wir haben ja Schutz. Wir haben Schutz dabei. Wir haben tatsächlich Schutz dabei. Wo ist denn der Schutz? Also wenn wir Schutz dabei haben, dann... Wir haben Schutz dabei. Ach, Junge, Junge. Und warum sagt mir jetzt niemand, warum, dass wir Schutz dabei haben? Ja, ihr könnt es ja nicht sagen. Ihr schaut einfach nur zu und sagt, ey, er hat Schutz dabei, dieser Idiot. Ah. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Nein, was sage ich? Ich bin scheiße dumm. Schreib's mir ruhig im Kommentar, Kevin. Ey, Kevin, du bist dumm. Du hast doch Schutz dabei und du verwendest es nicht. Gott, verdammte Scheiße. Okay, wo geht's denn da jetzt lang? Ich habe keine Ahnung. Ist hier vielleicht lang? Wie kommen wir da hin? Also ich weiß, dass ich es schon mal gemacht habe, aber ich kann mich nicht erinnern, wie ich es gemacht habe. Vielleicht geht's hier lang. Hier geht's ja zum obersten Bereich. Vielleicht. Ja, hier waren wir noch nicht. Der Schutz wird nicht mehr. So, wir haben nur noch 5 Stück, die werden locker reichen. Und da hätten wir uns locker 2 Stunden gespart. Achso, jetzt sind wir hier. Können wir da runter jumpen? Ne, können wir nicht. Okay. Gehen wir wieder zurück. Also Tränen scheinen hier keine mehr zu sein. Jetzt nehme ich halt nur noch alle Items mit. Aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu den Items hin? Vielleicht da runter jumpen? Ja, ich glaube, da waren wir noch nicht. Doch, waren wir. Ich probiere es mal so. Und dann so. Wo geht's denn hier lang? Achso, jetzt sind wir dort. Okay. Wir müssen also irgendwie die Klippen runter jumpen, damit wir diese Stelle erreichen. Ich dachte, wir kriegen da ein Juwel und dann taucht da so ein scheiß Stahlobo auf. Aber es ist immer positiv. Wir sind wieder beim Doc. Wir können unsere Pokémon wieder heilen. Inklusive unser totes Kapuno. Dam, 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 dam. Ich glaube, ich beende den Part und, und trainiere die Pokémon und werde aufspielen versuchen, da hinzukommen. Und falls ich da ein Item einsammeln werde, werde ich es euch zeigen. Ich glaube, so mache ich es genau. Also, dann fange ich mal an, die Pokémon ausspielen zu trainieren. Da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Oder falls ich ein Item einsammle, sehen wir uns gleich wieder. Und wenn nicht, dann bis zum nächsten Part. Also. Okay, Leute, ich habe jetzt eine Stelle, wo wir noch nicht waren. Und zwar hier waren wir noch nicht. Hier ist auch eine Trainerin. Halt, warte. Genau mit dir rede ich, junge Trainer. Schau dir mal meine Pokémon an. Okay. Wenn du mich dann da durchlässt, dann ja. Veteranin Ilona. Was, Megalon? Ach so, ja. Ich denke mir gerade, Megalon, what the fuck, was geht ab? Aber dabei ist es die Weiterentwicklung von Kygraulon. Das wäre ein perfekter Gegner für Alduin, aber... Es ist geschwächt und ich möchte ungern, dass es drauf geht, weil wir es da trainieren. Deswegen wechsle ich jetzt zu
Skelabra. Seit wann kein Megalon Spukball? Na gut, wenn du Spukball einsetzt, setze ich auch Spukball ein. Quasi als Wiedergutmachung. Pass auf, die Ausnahme, dass mein Spukball stärker ist als deine und dass auf meinen Spukball Step drauf ist. So, Phonifras kennen wir, das ist dieses Pokémon da, das wir draußen aus der, also im äußeren Bereich der Siegestraße fangen können. Wo ich vorhin so frustriert war. Und Surfer. Ist ein Feuer-Pokémon, deswegen können wir das Feuer einfach löschen. Grisella. Können wir. Adventi. Tu mal einfach die Pflanzen ein bisschen verbrennen. Let's flame the plants. Spukball. Taumeltanz, nein! Nein! Seit wann kann es Taumeltanz? Egal. Jetzt halt, kenne ich von Pandia aus. Rubin, Smaragd und Saphir. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Drusella auch Taumeltanz kann. So, Funkenflug. Und tschüss. Oh, fast ein Level up. Gibt es auch viele Erfahrungspunkte. Wir kommen jetzt an der vorbei. Lässt uns durch? Hallo? Ah, okay. Ja, hier ist ein Felsen. Und hier ist ein wildes Pokémon, obwohl ich einen Topschutz eingesetzt habe. Naja, es ist auch ein seltenes Pokémon. Ein seltenes Pokémon namens Fleckneu. Ah, ja, ja. Seit wann ist Fleckneu selten? Zum wievielten Mal ist Alduin jetzt gestorben? Und zum wievielten Mal können wir jetzt nicht fliehen? Ach, egal. Ich will mich jetzt nicht mehr aufregen. Nein, ich bin jetzt ganz ruhig. So. Verschieben wir einfach mal den Felsen hier. Zack, zack, zack. So, hier waren wir schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Dann nehmen wir mal hier. Hier geht es ja noch nach oben. Hier ist noch eine Trainerin. Hoppla! Ich bin so gut, dass meine Pokémon die ganze Zeit mit mir angeben wollen. Gönnen wir ihnen den Spaß. Kämpfen wir. Okay. Sie hat drei Pokémon. Oh nein, sie hat alle drei Affen. Ist ja klar. Die müssten ja auch noch in uns in den Hals reingewirkt werden. Nitro-Ladung. Ah, ich hätte gedacht, dass es ihn killt, aber naja. Aber hätte ich gewusst, dass es Silberblick einsetzt, hätte ich gleich gewechselt zu Skelabra. Nitro-Ladung. So, weg mit dir, Vegeta. Jetzt kommt Grill-Cheater. Und Streifjagd Level 50, unser stärkstes Pokémon. Ach so, der Cheater. Lassen wir Streifi draußen. Und greifen mit Stromstoß. Und Kill. Ja, Kill. Ich weiß nicht, ob Streifi mit physisch oder Spezialattacken angreift. Hauptsächlich. So, lassen wir mal wieder Affe gegen Affe antreten. Haben wir ja schon häufig genug in diesem Let's Play gemacht. Grill-Cheater gegen Soda-Cheater. Surfer. Enemy down. Oha! Dann können wir ein Pokémon noch weniger Dings da, keine Ahnung.
Ah ja, hier ist ein Item. Das wird wohl das Item sein, was wir die ganze Zeit gesehen haben. Gut, es ist nur noch die Frage, da bei dem Schwarzgurt da in der Nähe des Dogs, da ist ja auch noch ein Item. Wie kommen wir dorthin? Ich glaube, das mache ich auch wieder ausführen, da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, ich habe hier noch ein Item gefunden, das ist, wenn man da runter springt. Und zwar, es ist Verhöhner, Team 12. Nicht schlecht. Wie kommen wir dahin? Unglaubliche Frage. Leute, ich gebe es jetzt auf. Ist mir auch egal, was das für ein Item ist. Gut, dann geht's im nächsten Part weiter. Und zwar werden wir im nächsten Part gegen die Top 4 antreten, nachdem ich meine Pokémon auf Level 50 trainiert habe. Bis dann, Servus!